damit ich mich hochbauen kann. Oh nein! Oh, wie dumm! Oh Gott, bin ich dumm! Hallöchen, meine lieben Pikachus, was geht ab, euer Beats heißt euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es Minecraft mit ein wenig anderen Regeln, und zwar dürfen wir nicht springen, beziehungsweise es wird Nachteile geben. Ihr werdet gleich sehen, was passieren wird. Es wird auf jeden Fall komisch, schwierig, ungewohnt, aber auch lustig, und das machen wir jetzt heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Videos. Falls ihr Bock habt, es würde mich sehr freuen, falls ihr einen Daumen nach oben abgebt und meinen Kanal abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir legen los, ich wünsche euch viel Spaß beim Video, let's go! Da hatte ich am Ende schon den ersten Fehler gemacht. Ich darf nämlich heute nicht springen, beziehungsweise muss es vermeiden. Die Frage ist, warum? Ja, denn immer wenn ich springe, kriege ich einen Effekt, der mich höher springen lässt. Heißt also, mit jedem Jump, jumpe ich danach höher. Ich kann euch das mal zeigen, und zwar laufe ich und... Oder wir fangen einfach schon mal direkt an. Ich komme ja jetzt nicht anders hier hin, außer zu springen. Deswegen mache ich das so. Ich baue jetzt die Dinge ab, ich springe, und ihr seht, ich habe jetzt hier einen Sprungkrafteffekt bekommen. Und ich werde, glaube ich, auch nicht... es nicht schaffen, obwohl, wenn ich es vielleicht hier abbaue... ja, daran zu kommen, ohne weitere Blöcke abzubauen. Doch schaffe ich, indem ich mich hier durchbuddel. Aber es ist schwierig. Es geht nämlich bis zu einer... Ich glaube, geht, glaube ich, bis zu 100 Mal oder so. Bis dahin bist du aber sowieso tot. Von daher bringt uns das jetzt nichts. Ich habe jetzt ein bisschen Holz gesammelt. Ich habe nämlich überlegt, mir einen kleinen Trick... Ja, was heißt der Trick? Ja, doch. Es ist eine Art Trick. Man umgeht hier vieles. Und zwar, wenn ich Planks baue. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch mal ein Trick. So, ich brauche eigentlich nochmal Holz. Ich kann jetzt nämlich mit den Planks einzelne Stufen hochgehen. Ihr seht es hier. Ohne zu springen. Das ist so eine Taktik. Es ist ein Datapack übrigens, Leute. Das mit den Datapacks habe ich so ein bisschen von Pat kennengelernt. Der hat mir das gezeigt. Danke nochmal an den Pat. Also ihr könnt euch bei Pat bedanken. Der hat schon verschiedenste Datapacks mit mir gespielt. Ich habe das jetzt gerade hier gefunden. Und fand das irgendwie ganz lustig. So, wir gehen mal zum nächsten Baum. Ich habe jetzt schon ein paar Planks hier verschwendet. Mein Ziel ist es übrigens in der Folge, einen Diamanten zu finden. Ihr könnt mir weitere Datapacks in die Kommentare schreiben, falls ihr Lust habt. Oder generell, falls euch dieses Datapack-Konzept gefällt, einfach mal, ja, wie gesagt, ein Like da lassen. Und dann, ja, können wir eventuell demnächst auch mal ein paar andere Datapacks spielen. Eventuell mit dem Pet zusammen. Der hat dann noch ein bisschen mehr Ahnung als ich. Von mir aus auch mal ein paar, ja, Projekte damit einbinden oder sonst was. So, ich habe jetzt ein bisschen Holz, das reicht. Dias wird aber schwierig, Leute. Vor allem in Höhlen braucht man sehr viel. Von allem eigentlich. So, ich baue mir mal noch ein Crafting Table. Dann baue ich mir eine Spitzhacke. Und, ja, doch, das reicht erstmal. Obwohl, eine Axt wäre nicht schlecht. Was mache ich denn jetzt hier? Komm, ich baue nochmal schnell eine Axt, Leute. So, ein bisschen sammle ich mir noch, und dann sollte auch schon gut sein. So, Moment, ich nehme mir ein bisschen Erde, damit ich mich hochbauen kann. Oh nein! Oh, wie dumm! Oh Gott, bin ich dumm! Nein! Ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Und jetzt bin ich zwei weitere Male hochgesprungen. Ach Gott, wie unnötig war das denn? Beats, du bist... eine Null. Mann, egal. Jetzt habe ich aber auch ausreichend von den Dingern. Ja. Dann kann ich mir eigentlich noch ein bisschen Tiere schnappen. Essen ist auch immer gut. Jawohl. Hoffentlich laufen die nicht weg. Machen sie nicht. So, ich nehme mir mal ein bisschen Nachschub. Davon brauche ich nämlich ein bisschen was heute. Dann baue ich das ab und gehe weiter. Oh nein, das war auch doof. So, wie mache ich das denn jetzt? So. Oh nein, Mann. Leute, ich verzweifle jetzt schon. So, wenn ich hier drauf gehe, komme ich auch um die Ecke. Okay, das ist gut. So, ich darf auch keinen Sprint-Jump machen. Das ist natürlich auch nicht so gut, weil ich, ne, natürlich dann immer wieder einen höheren Jump-Boost bekomme. Bislang habe ich mich gut geschlagen. Ich habe einmal ein bisschen mich doof angestellt. Aber ansonsten ging es sogar. Mal gucken, ob wir Diamanten finden werden. Ich würde erstmal gerne ein bisschen Kohle finden, damit ich euch... Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ein bisschen Kohle finden, damit ich euch Helligkeit dazu geben kann. Aber bislang sieht es mau aus. Es ist dunkel, ich weiß, Leute. Besser ist aus, da ist nämlich Kohle, jawohl. Aber es ist eine Schwierigkeit, die ein bisschen den Spaßfaktor in Minecraft auch erhöht. Also man ist nicht einfach so am Minecraft spielen, wie man es sonst immer macht. Sondern man muss die ganze Zeit an diese eine Sache denken. Und man kann mit diesen Datapacks, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber viele, viele, viele verschiedene Sachen machen. Da sind jetzt nicht nur so Kleinigkeiten mit bei. Also es gibt schon coole Datapacks, wie ich finde. Ich habe da schon einiges gesehen. So, was ich auch brauche, Leute, gezwungenermaßen, ich will ja einen Dia abbauen am Ende des Tages auch.
Ich brauche Eisen. Dann bauen wir uns ganz langsam weiter runter. Wir wollen nicht überhastet reagieren, Leute. Bisschen Eisen. Ich baue mich mal ganz langsam runter, Leute. Okay, also bislang bin ich die... Oh nein! Oh, gut. Oh gut. Zum Glück ist da Wasser. Oh Gott, ich bin gesprungen. Und da ist noch was. Okay, jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier rund. Nein. Ja. Oh Gott. Ein halbes Herz, ein Herz. Oh, ich muss mich zubauen. Wo sind hier Monster? Ich muss mich zubauen. Hilfe. Oh Gott, war das knapp. Ein Herz, Leute. Okay, jetzt wird es erstmal Zeit für ein bisschen was zu futtern. Alter, da ging es ja schon rund. So, Moment, ich mach's hier ein bisschen heller. Oh Gott, da ging es ja schon mal richtig rund. Holy moly. Das war knapp. So, wir sind aber auf einem guten Weg, wie ich finde. So, jetzt habe ich auch schon ein bisschen Stein abgebaut, damit wir uns auch die Ofen craften können. 1, 2, 3. Und dann tue ich in das Eisen... Oh, in das eine Eisen rein, wollte ich sagen. So, in das andere das und in das andere dieses Fleisch. Gut, und dann kann man sich eventuell ja auch schon mal ein Rüstungsteil oder so craften, wie wir nämlich gerade gesehen haben. Wurde das ziemlich eng am Ende. Wirklich sehr eng. Ach so, nee, gar keine Eisenrüstung. Wir brauchen ja erstmal die Spitzhacke. Die brauche ich auf jeden Fall. Und ja, 3. Damit können wir uns nicht viel craften mit 3 Eisen. Also egal. So, sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben 6 Steaks noch übrig. Hab jetzt auch schon ein bisschen was an Herzen wieder dazu gewonnen. Und jetzt müssen wir Dias finden im besten Falle. Und dran denken, nicht zu springen. So, obwohl eine Rüstung... Ich weiß, Eisen brauche ich eigentlich nicht. Aber so ein bisschen Rüstung wäre eigentlich nicht schlecht, Leute, oder? Gott, das sieht... Oh, Alter! Was geht denn jetzt ab? Wann stirbt denn das Ding? Wie viele Herzen hat das denn? Jawohl, da ist es tot. Alter. Leute, was ist hier los? Was geht hier ab? Das Monster. Oh, die ballern sich gegenseitig ab. Oh, hier ein spannender Fight. Ja, wer gewinnt? Oh. Die ziehen aber durch, muss man sagen. Von oben kam auch noch was. Oh Gott. Oh Gott. Und die sind stark. Nein. Stell dich um die Ecke, treff mich nicht. Oh, schnell zubauen. So, jetzt habe ich wieder ein paar Herzen. Ich darf nicht springen, ist das Problem. Ja, geh in die Lava. Oh Gott. Es ist so ein Krampf, ohne zu springen zu spielen. Leute, ihr wisst das gar nicht. Ich bin aber gut dabei. Also noch habe ich sehr wenig an Höhe gewonnen, muss ich sagen. Bislang bin ich gut dabei. Nur ich glaube, ihr spürt das gar nicht so richtig. Man ist wirklich mega eingeschränkt. Ich muss sagen, ich konzentriere mich ganz gut. Also ich bin ganz gut dabei. Trotzdem ist es schwierig. So, oh nein! Oh Gott, ja, ihr habt gesehen, wie hoch ich mittlerweile springe. Jetzt weiß ich es auch. Ich springe sehr hoch mittlerweile. Oh je, Mine. So, haben wir noch ein paar Steine. Die Monster, die sind auch echt böse, muss ich sagen. Da geht's runter. Da sind aber auch einige Monster. Oh je, Mine. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Ich nehme hier ein paar Blöcke mit und baue mich rüber. Oh nein, ich bin wieder gesprungen. Es gibt's nicht. Das gibt's nicht. So, hier könnte ja immer mal ein bisschen was sein. Auf so einer Höhe an Dias. Ein Wassereimer wäre auch nicht schlecht. Kann ich mir sogar craften. Zumindest ein Eimer. So, und jetzt brauche ich nur noch Wasser. Oh Gott. Ah, stirb. Da sind Dias. Ich habe Dias, glaube ich. Oh Gott, ich bin wieder gesprungen. Ich habe Dias. Das sind doch Dias, oder? Sind das Dias da hinten? Ich sehe es nicht ganz so gut. So, ich muss jetzt irgendwie hier weiter. Doch, es sieht nach Dias aus. Oh, aua, das hat wehgetan. Da sind Dias. Leute, ich hab sie. Oh Gott, ging das schnell. Oh Gott, ging das schnell. Wie viele habe ich denn jetzt? 1. Ich habe 2. Ich habe 3. Ich habe 4. Und ich habe 5. 5 Diamanten, Leute, in so einer kurzen Zeit. Crazy. Der Beats hat's geschafft. Ja. Ja. So, ich zeige euch jetzt allerdings mal, bei welcher Höhe ich war. Wir gehen dazu hoch. Und dann zeige ich euch oben, wie hoch ich schon war. Was ein Aufzug hier in Minecraft. So, wir sind in der frischen Luft und ich springe jetzt mal hier hoch. Und dann könnt ihr sehen, bei so einer Höhe war ich schon. Das ist crazy. Und ja, ich bin dazu eigentlich gar nicht so oft gesprungen. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf heraus. Wir können das Ganze mal, ja, resetten. So, ich habe das jetzt resettet und bin jetzt wieder bei ganz normalem Jump. Und ihr habt es gesehen, rechts blinkt es direkt wieder auf. 2. Jump, 3. Jump, 4. Jump, 5. Jump, 6. Jump, 7. Jump.
Ja, ab dem 17. ungefähr. Ich glaube, das war der 17., Leute. Jetzt bin ich beim 20. Da kriegt man auch Schaden und dadurch, dass es natürlich immer weiter hoch geht, dann, ja, ne, seht ihr, dass ich dann auch irgendwann sterben werde. Warum kriege ich erst so spät Schaden, Leute? Ist ja klar, wenn man den Jump-Boost-Effekt hat, dann ist man irgendwie immer am Anfang die ersten 2 Sekunden oder sowas nicht verwundbar in, ja. Ah, oh mein, ja, mein Jump bleibt übrigens, Leute. Nicht verwundbar im Fallen. Aber irgendwann springt man so hoch, dass die Flugzeit einfach so lang ist, dass dieser Unverwundbarkeitseffekt weg ist. Das heißt also, ich sterbe jetzt, ja. Und das Ganze geht, wie gesagt, ganz weit nach oben. Ich hoffe, dieses Starter-Pack hat euch gefallen und hat euch mal so ein bisschen Minecraft in einem anderen Blickwinkel gezeigt. Ich fand's lustig, Leute. Falls ihr es auch genossen habt, schreibt's mir in die Kommentare. Lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Und dann würde ich einfach mal sagen, ciao, danke fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Ciao, euer Bizu. Oh Gott, wie geil das aussah. Bam.